genehmigte Veranstaltung. Und hier ist auch Michael Fritsch, der Polizeihauptkommissar. Und ich habe auch gesagt, das Parteiensystem ist der Tod der Demokratie. Es wird ja berichtet, die Demo-Teilnehmer hätten Gewalt und solche Sachen gemacht. Also absolut nicht. Die Demo-Teilnehmer sind wie bei jeden anderen Demos auch friedliche Menschen. Bei mir ist ja das Gehalt gekürzt worden und das wird durch die Mutigmacher kompensiert. Danke nochmal an dieser Stelle an die Mutigmacher. Und Widerstand bedeutet, es ist relativ einfach, Widerstand bedeutet, dass das Staatsvolk, der Staatsmacht, die Gefolgschaft verweigert. Das heißt, wir halten uns nicht mehr an die Regeln, die sie uns geben. Ich habe nämlich genau das in Leipzig wirklich live gesehen, wo eben solche Hooligans, Hooligan-artige Leute dann rumgelaufen sind und die genau da hingestellt wurden, wo man dann am Ende die Bilder erzeugen kann. Vielleicht dann auch einfach mal schauen, wo ist ARD, wo ist ZDF, wo ist Hessischer Rundfunk, wo sind die? Weil dort, wo die sind, werden normalerweise die Bilder erzeugt, ja? Gegen eine Oma, Alter. Sag mal, habt ihr sie noch alle, ihr Drecksbullen, oder? Es geht ab, Alter. Hallo, Dr. Füllmich. Schön, Sie zu treffen. Haben Sie aber mit den Altparteien abgeschlossen, sag ich mal, älteren Parteien? Ja, ich denke, dass man von den alten Parteien nichts mehr erwarten kann. Die haben alle ihre Chance gehabt. Der gesamte Bundestag, egal ob das nun die Regierung oder die Opposition ist, liegt wie in einem Koma da. Ich sehe keine vernünftigen Reaktionen, sondern nur angepasstes Befehle befolgen. Und was sagen Sie zum heutigen Erfolg der Demo hier in Kassel? Es ist ja auch ein Riesenumzug durch Kassel, war zumindest vorhin. Ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Das ist das, was man unter Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit versteht. Hier äußert sich die Demokratie und zwar laut und deutlich und das auch noch friedlich. Scheiß friedlich! Kinder Maske abreißen wollen und Frau als Kinderschänderin bezeichnen. Naja, also wenn die Demonstrationen nicht stattgefunden hätten, dann wäre dieser Staat schon viel weiter in eine totalitäre Richtung gegangen. Und ich werde mir nicht einen Quatsch erzählen lassen, denn noch habe ich Hirn.